Ich finde, das haben wir echt schön eingerichtet, Linus. Ja, das finde ich auch. Ist echt toll geworden, besonders das Schlafzimmer. Jetzt haben wir sogar einen neuen Raum. Und der Raum drüben ist für unser Kind vorbereitet. Hoffentlich akzeptieren das Micha und Emma. Ach, ich denke schon. Das werden sie machen. Komm, wir gehen mal rüber. Wir lassen das Schlafzimmer mal Schlafzimmer sein. Okay, dann lass uns rübergehen. Das haben wir aber echt wirklich gut eingerichtet. Mir gefällt das Schlafzimmer. Und in dem Zimmer waren auch Robin und Anna zusammengekommen. Oh, jetzt kümmern wir uns mal um den Raum hier. Das war doch das Zimmer von Emma, oder nicht? Genau. Nein, Moment, das war mein Zimmer. Jetzt müssen wir Emma nur noch beibringen, dass wir den Kleiderschrank nach unten geräumt haben und das Zimmer hier oben für unser Kind bereitstellen. Ja, jetzt müssen wir aber auch nur noch schwanger werden. So sieht's aus. Aber das ist die beste Lösung. So konnten wir Emmas Möbel nochmal recyceln und mussten nicht alles wegschmeißen. Das stimmt, das ist echt super. Hier passt das auch alles toll hin. Moment mal, Micha, warum haben wir denn jetzt das Zimmer hier? Das ist doch mein altes Kinderzimmer. Wieso stehen denn jetzt hier die ganzen Sachen? Ich dachte, wir haben jetzt ein ganzes Stockwerk für uns. Nee, anscheinend nicht. Wie ärgerlich, da haben Linus und Alina mal ihr eigenes Ding durchgezogen. Naja, aber schön finde ich den Raum schon. Schön ist es auch, aber ich dachte, wir hätten ein bisschen mehr Platz. Komm, wir gucken uns mal noch den Rest vom Haus an. Vielleicht treffen wir die zwei ja auch irgendwo. Das müssen sie uns erstmal erklären. Das stimmt, das müssen Sie uns wirklich erstmal erklären. Hey Alina, warum haben wir denn jetzt nur noch einen Raum in diesem Stockwerk? Ich dachte, wir haben das ganze Stockwerk für uns. Nein, wir mussten ein Zimmer für unser zukünftiges Kind bereithalten. Ach so, okay. Ist aber schon ein bisschen eng. Ja, aber Emma, schau mal, du kannst hier unten den kompletten Kleiderschrank und den Schminktisch von Alina auch mitbenutzen. Also indirekt gehört auch dir dieses Stockwerk. Okay, das ist in Ordnung. Schau nur, Emma, jetzt können wir hier ganz viele Videos aufnehmen. Das stimmt, da hast du recht. Na gut, dann lassen wir erstmal alles so. Ja, na gut, ich gucke mir jetzt erstmal an, wie viel Platz wir unten im Wohnzimmer haben. Weil nur dieses kleine Zimmer hier mit Micha zusammen, das wäre mir zu klein. Okay, komm, dann gehen wir mal runter und schauen mal. Wow, das ist ja mal ein Zockerparadies hier unten. Das habt ihr echt cool eingerichtet. Laptops, der Fernseher, eine Konsole, alles, was wir brauchen. Richtig, jetzt können wir hier abends endlich mal eine geile Partie FIFA zocken. Und die Mädels können sich oben schminken. Wir gönnen uns erstmal einen richtigen Fußball hier unten. Was habe ich gehört? Wir haben hier Zimmerverbot. Ach Quatsch, das war ja so nicht gemeint. Ihr könnt natürlich auch hier Platz nehmen. Das hier ist unser Chillraum. Hier können wir zusammen abhängen und coole Sachen machen. Vielleicht auch mal Challenges. Ja, das ist eine coole Idee. Also ich muss sagen, mir gefällt es hier unten doch ganz gut. Da reicht es mir auch, wenn ich oben nur den kleinen Schlafplatz habe. Ich glaube, ich hänge eh nur in dem Zimmer hier ab. Das glaube ich auch, Micha, das glaube ich auch. Wenn ich Freizeit habe, werden wir auf jeden Fall hier einige Partien zocken werden. Das stimmt. Der Raum ist echt schön geworden. Das habt ihr klasse gemacht, Alina und Linus. So gefällt's mir hier auch drin. Ich bin mit der Aufteilung einverstanden. Super, na dann haben wir es ja geschafft. Dann haben wir alle Leute glücklich gemacht, dass jeder hier sein Zimmer gefunden hat und wir sogar noch ein Zimmer frei hatten für das Kind. Aber Micha, der Sessel, der ist nicht nur für dich. Doch, ich bleibe jetzt hier drin sitzen. Ich zock den ganzen Tag. Hast du nicht noch Hausaufgaben zu machen? Nö, wir sind im Moment gar nicht in der Schule, weil Frau Meier gar nicht weiß, was sie mit uns machen soll. Genau, Herr Polizist. Und jetzt kümmern Sie sich mal um Ihre Freundin, dass sie Nachwuchs bekommen. Micha, bist du bereit für eine Runde Fortnite? Das machen wir. Dann lass uns mal eine Runde zocken. Safe, das wird sehr gut. Da haben wir dann wirklich alles richtig aufgeteilt. Puh, zum Glück haben sie uns nicht übel genommen, dass wir ihnen das eine Zimmer weggenommen haben. Aber da kommt schon bald unser Kind hin, wenn's klappt. Ich würde sagen, wir versuchen es nochmal, oder? Das machen wir. Und wenn ich die Runde gewinne, Emma, dann mache ich den Tanz von Fortnite. Haha, da kannst du dich mal drauf einstellen. Oder wir machen mal eine Fortnite-Challenge. Das könnten wir echt mal machen. Okay, ihr zwei, wir verschwinden mal kurz. Wir sehen uns nachher wieder. Alles klar, bis später. Mach Platz da, Micha. Jetzt bin ich dran. Wir haben doch zwei PCs. Wir können gleichzeitig zocken. Okay, dann lass uns gleichzeitig zocken. Los geht's!